Hallo zusammen, willkommen zur Woche 2. Wir machen heute wieder ein Pilates Quickie miteinander. Thema Rumpfstabilität und vor allem um Schultermobilisation. Ein bisschen etwas natürlich für die Bauchkraft, wie immer auch dabei. Ganz viel Spass, wir starten gerade in der Langsitzposition. Ihr könnt es euch auf der Matte bequem machen. Wir fangen an mit ein bisschen Stretching für den Rücken. Mit der Einatmung könnt ihr euch gerade nach vorne beugen. Mit der Ausatmung euch wieder aufrichten. Einschnupfen. Und aus. Das Ziel ist, möglichst langen Rücken zu machen. Und dabei die Schultern möglichst nicht anheben. Die letzten zwei Mal. Super, gerade einmal. Prima. Jetzt könnt ihr euch links und rechts aufstützen. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Wir machen zuerst eine kleine Bewegung, so ein bisschen Aufwärmen für später. Einschnaufen. Versucht euch richtig aufzurichten, also wirklich einen gestreckten Rücken zu machen. Ein bisschen das Gewicht vom Gesäß wegnehmen, von der Matte aber nicht gross. Und mit der Ausatmung nachher wieder schön runden. Versuchen wirklich das Knie zum Brustbein einzurollen, lange Nacken. Einschnaufen, strecken, die Kopfkrone wächst Richtung Decke, das Gewicht vom Gesäß noch ein bisschen wegnehmen von der Matte. Und mit der Ausatmung den Bauchnabel wieder schön nach innen nehmen. Rund werden. Wiederum ein. Mit Ausatmung wirklich das Gewicht loslassen. Gerade noch einmal. Versuchen hier die Beine möglichst locker zu lassen, wenn sie jetzt irgendwie nicht sollte, gehen gut in dieser Langsitzposition jederzeit. Beine auch ein bisschen anwinkeln. Gut, dann gerade einschnaufen. Und aus. Ganz kurz lockern, die Hände fassen, hinten an der Kniekehle rund werden. Super. Und dann die Beine gerade ein bisschen locker machen. Super. Wie gesagt, für das Aufwärmen für die nächste Übung, darum richtet euch ein, Hände stützen, links und rechts vom Gesäß. Ihr dürft gerne, dass es ein bisschen weniger anstrengend ist, auch die Beine aufstellen, dass sie nicht ganz gestreckt sind. Ein bisschen strenger, wie gesagt, gestreckte Beine gut vorbereiten, einschnaufen, mit der Ausatmung Bauchnabel nach innen und euch aufrichten. Blick nach oben, stützen, gut den Bauch drinnen haben. Und mit der Ausatmung lösen. Hier gerne ein bisschen die Beine anbeugen, Oberkörper nach vorne schieben und dann wirklich wieder vorbereiten, hochschieben und wieder sanken. Hier ganz wichtig, die Hände sind wirklich gut unter den Schultern gestützt, die Arme nicht komplett in der Überstreckung und wieder lösen. Hier schnuppern vorbereiten. Ausschnuppern hoch, der Bauchnabel bleibt gut drin. Es ist wie ein umgekehrtes Brett. Ja, darum gut stabilisieren. Geht noch zweimal. Es braucht ein bisschen Kraft aus den Schultern, aus der Nackenmuskulatur. Nicht verspannen lassen, darum den Blick gut nach oben richten. Gerade noch einmal. Vorbereiten und heben. Versuchen, euch stabilisieren in dem Brett. Super. Dann die Beine anbewegen, wieder absetzen. Noch einmal Arme, Oberkörper nach vorne, runde Haltung und wirklich die Schultern, den Nacken, den Oberkörper lösen. Super. Gerade noch einmal die Beine ein bisschen lockern. Schultern entspannen. Super, dann könnt ihr euch gerade
drehen. Wir kommen nämlich in eine gestreckte Seitenlage. Ich fange jetzt auf der rechten Seite an. Wir machen beide natürlich. Ihr dürft es euch bequem machen. Das untere Bein anbeugen, das obere Bein ist gestreckt. Und versuchen gerade darauf zu schauen, dass das Becken gut stabil bleibt. Das heisst, beide Beckenschaufeln übereinander bleiben. Die erste Übung ist einfach nur das Bein anbeugen, mit der Ausatmung Bauch schön drin behalten, mit der Einatmung wieder strecken. Mit dieser Bewegung darauf schauen, dass das Becken wirklich nicht mitbewegt, das bleibt fixiert. Entsprechend wirklich versuchen, gut aus der Hüfte in die Streckung zu gehen, Rumpfspannung zu behalten, aus der Mitte aus anziehen. Einschnaufen, strecken, genau. Wir machen es diese Woche noch mit dem beugten Bein, werden dann steigern in die gestreckte Seitenlage beim nächsten Mal. Super, atmet schön flüssen an. Prima, behaltet jetzt gestreckte Bein und jetzt versuchen wir wirklich hier mit der Ausatmung anheben, einschnaufen, absenken, ausschnaufen, anheben, einschnaufen, absenken. Eher tendenziell die Fersen ein bisschen höher als die Zehenspitze. Das Problem ist, wenn die Zehenspitze nach oben geht, schaffen wir zu fest aus der Hüfte. Entsprechend versuchen, den Fuß eher ein bisschen nach oben zeigen zu lassen. Ausschnaufen hoch, einschnaufen tief. Genau. Schön für Gesäß. Muskulatur, Aussenseite vom Bein und gleich weiter die Rumpfspannung behalten. Hier oben bleiben und ein bisschen nachziehen. Ja, oben, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Super, beide Beine senken übereinander, dürft euch gerade hochschieben. In Unterarmstütz werden wir gerade etwas für unsere Seite hier machen. Uns mit der nächsten Ausatmung hochschieben in die gestützte Seitenposition. Hier dürft ihr gerne das Bein strecken, Oberarm hochnehmen, einschnaufen, absenken und erst dann mit der nächsten Ausatmung unten durchlängen. Gehen wieder mit der Einatmung hoch, aufstützen, Rumpfspannung in der Seite, wieder absenken, einschnaufen. Und mit der Ausatmung unten durchfassen. Wieder hoch, ausschnaufen, wieder einschnaufen, unten durch, aus. Und das ist ein Wechsel vom Hochschieben aus der Rumpfseite und unten durch einfädeln. Aus der Schulter, Mobilisation aus dem oberen Rücken. Darum schaut da wieder drauf, beide Beckenschaufeln da übereinander zu behalten, einschnaufen. Und wieder aus. Super, tipptopp. Einschnaufen und wieder aus. Gehen wir gerade zweimal so. Das letzte Mal. Gerade noch einmal langziehen. Super! Dann kommen wir bereits in die Schneidersitzposition. Ich habe jetzt gerade das obere Bein vorne genommen, dass wir das gerade noch ein bisschen ausdehnen von vorher. Die erste Bewegung entsprechend ist der Schönkrat. Das heisst, wir fassen mit den Händen unter den Oberschenkel bzw. das Unterschenkel ein und versuchen es eben wie ein Schildkrötchen mit dem Panzer bzw. den Kopf unter dem Panzer zu versorgen, möglichst rund machen. Da einfach in euch eine Möglichkeit, je nachdem, das Ziel ist natürlich, möglichst weit runterzukommen, aber einfach so, dass ihr euch trotzdem noch ein bisschen entspannen könnt, runden Rücken, vor allem auch einen leichten Zug über den unteren Rücken spürbar, Bein und Hüfte werden mitgedient und langsam wieder lösen. Super. Wir werden gerade die Rumpfseite noch ein bisschen lösen mit der Einatmung in eine Seite kippen, mit der Ausatmung wechseln und wiederum einschnaufen in die Gegenseite. Gut hier Rumpfseite, Muskulatur öffnen, jeweils einschnaufen, in eine Seite ausschnaufen, wieder lösen.
Super. So, wirklich wie ein Handürgeli, Rippenbögen öffnen. Mit der Einatmung werden wir schön lang, mit der Ausatmung lösen wir wieder und die Seite wechseln gerade noch. Je eins links und rechts. Sehr gut, prima. Ihr dürft euch gerade in die andere Seite ausdrehen. Das Unterbein wiederum schön angebeugt lassen. Das Oberbein ziehen wir wieder zuerst an mit der Ausatmung. Und einschnaufen, wieder schön nach hinten stoßen. Denkt wieder euch ein Becken, dass hier beide Beckenschaufeln schön übereinander stehen. Und der Bauchnabel bleibt weiterhin schön versenkt. Dass wir hier die Bewegung wirklich schön aus der Hüfte machen können. Aus und wieder einschnaufen. Sehr gut. Gut, fließen die Atmung aus und wieder ein. Gerade noch das letzte Mal, dann bleiben wir in der Streckung aus dem Bein. Denken wieder daran, Fußspitze ist eher ein bisschen tiefer, Fersen ein bisschen erhöht. Und wir gehen aus, hoch, ein, wieder senken. Aus, hoch, ein, wieder senken. Es ist auch hier nicht wichtig, dass ihr möglichst das Bein hoch aufnehmen könnt, sondern wirklich, dass ihr versucht, die Fersen eher Richtung Decke zu schieben, die Fußspitze eher tief zu behalten und dabei das Becken immer noch schön aufgerichtet zu lassen. Bauchnabel ist versorgt, Rumpfspannung behalten wir von unten. Da hat immer noch ein paar Ameisen Platz zum unten durchlaufen. Letzte wieder mal und dann bleiben wir noch eine Stoppe. Genau, super. Und zieht nach. Ja, wirklich schön versuchen mit der Atmung aus, ein, aus, ein, aus, ein. Heben. Auch wenn es schon ein bisschen anfängt zu brüllen. Schönes Bein in dieser Spannung behalten, Rumpfspannung nicht verlieren. Sehr gut. Und lösen beide Beine übereinander legen. Ein Stock höher kommen, wiederum Ellbogen stützt zuerst. Rumpfspannung heben, mit der Ausatmung hochschieben, das Decken anheben, dürfen Sie gerne das obere Bein strecken, einschnaufen, Arm heben und unten durch mit der Ausatmung ziehen, ein und wieder ausschnaufen, anheben, einschnaufen, ziehen und unten durch einwerden, ein und aus. Es ist wieder der Wechsel von der Einatmung zu der Ausatmung, einfädeln. Wiederum einschnaufen und hochschieben aus dieser Rumpfspannung seitlich vom Becken. Gute Seitenstabilität aufbauen, das ist allgemein wichtig für eine gute Rückenstabilität im Alltag, aber natürlich auch für alle weiteren Sportarten. Vor allem natürlich auch fürs Becken. Super. Letzte wieder mal. Gut Rumpfspannung behalten. Nicht verlieren. Gerade noch eins. Super. Und ziehen. Ich gehe noch einmal lang einschnaufen. Und hochziehen. Zu dieser Niedersitzposition, damals andere Bein vorne. Wiederum das Schildkrötchen unten durchfassen, einfach wenn es geht. Der Panzer über dem Kopf und dann möglichst auch hier wieder herunterrücken, soweit es für euch möglich ist, nach vorne zu senken. Und langsam wieder anheben. Auch hier werden wir uns noch einmal schön in die Seite lang ziehen. Mit der Einatmung Rumpf öffnen, mit der Ausatmung wechseln. Das ist so eine richtig schöne Übung, um den Atemfluss zu üben. Jeweils beim Seitenwechsel einschnaufen, lang werden und ausschnaufen. Wieder lösen.
fest links und rechts. Kopf zieht mit, so haben wir auch den Nacken lang. Wunderbar. Lösen. Gut, wir sind schon bereits zu der Abfolgsitz und Rückenlage. Ganz eine vordere Matte anwechseln, dass ihr noch hinten genug Platz habt. Geht zuerst mit der nächsten Ausatmung ein bisschen in das Rolldown aus dem Becken. Versuchen, den Bauchnabel gut zu versorgen. Zuerst ein paar Mal einfach das Auf- und Abrollen. Das in verschiedenen Varianten fassen, mit den Händen oder auch freihändig. Je nach Möglichkeiten, wo ihr euch befindet oder nach Lust und Laune. Gut, versucht gerade unten zu bleiben. Bauchnabel schön versorgen. Jetzt machen wir noch eine Rotation dazu. Öffnung einschnaufen. Ausschnaufen wieder hoch und dann natürlich das Gleiche mit der Gegenseite. Einschnaufen öffnen. Und wieder raus. Absenken. Einrollen. Und wieder auf. Auch hier gibt es die Variante, dass ihr das Ganze natürlich freihändig machen könnt. Gar nicht erst festhalten und dann wirklich beide Seiten öffnen. Auch als Variante in die Streckung kommen mit beiden Händen. Und dann wiederum öffnen. Aus und rein. Dann wirklich schön in die Rotation gehen. Mal schon ein bisschen zittern aus dem Rumpf. Je eine pro Seite. Sehr gut. Hände fassen, hinter die Knie kehlen. Und dann rollen wir langsam mit der nächsten Ausatmung Wirbel für Wirbel bis zum tiefsten Punkt. Und dürfen gerade beide Beine mitnehmen, in ein kurzes Päckchen ziehen. Vielleicht ein bisschen das eine und das andere Bein noch ziehen. Gut, behaltet euer rechte Bein bei euch und jetzt das linke Bein schwebend nach vorne schieben. Jetzt gehen wir im Wechsel. Also man behaltet immer ein Bein bei uns ein und mit der Ausatmung wechseln. Zuerst eigentlich nur die Schienbeinfassung, also vorne über dem Knie. Der Oberkörper bleibt tief und ihr wechselt einfach von der Ein- zu der Ausatmung. Jeweils ein Bein nach vorne strecken. Auch hier bereits darauf schauen, dass ihr eure Rumpfspannung nicht verliert. Das heisst, auch hier bereits gut aus dieser Beckenposition arbeiten. Untere Rücken bleibt stabil. Ihr merkt, wenn ich zum Beispiel die Hände jetzt auf der Seite frei habe, dann brauche ich schon ein bisschen mehr Rumpfspannung. Entsprechend Anfangsübung ein bisschen einfacher mit dieser Fassung. Gut. Genau, okay. Wir bleiben beim linken Bein. Jetzt können wir eine Stufe höher. Der Oberkörper kommt mit und genau die gleiche Bewegung noch eins. Ein und aus. Ein und aus. Und die Beine bleiben lang. Und der Oberkörper bleibt oben. Und die Rumpfspannung bleibt vorhanden. Wenn jemand Mühe hat mit dem Nacken, ihr könnt gerne natürlich auch entweder beide Hände fassen oder jeweils im Wechsel mit einer Hand den Nacken stützen. Wenn es gar nicht sollte, geht einfach noch einmal auf Anfang zurück, Oberkörper ganz ablegen. Und sonst schönen langen Nacken schieben. Gut. Die letzte Steigerung nur, bleiben wieder aufrecht. Jetzt könnt ihr gerne linke Hand als Stabilität für den Nacken dran nehmen. Jetzt gehen wir mehr wieder ein bisschen in die Seitenrotation. Rechte Hand und Oberkörper mit dem Ellbogen zieht nach rechts ein. Dann wechseln. Zieht nach links. Zieht nach rechts. Zieht nach links. Zieht nach rechts. Immer aus. Einwechseln. Aus. Einwechseln, aus, einwechseln, aus, einwechseln. Es braucht wirklich wieder ein bisschen die seitliche Rumpfmuskulatur. Genau, gut mit der Hand unten
den Winkel fassen, dass ihr das Bein auch schön im Winkel behalten könnt. Super, noch je eines pro Seite, kommt, wir mögen noch. Wunderbar, sehr gut. Und lösen eines Bein, Bein hin, zieh das Becken. Ein paar Mal ein- und ausschnaufen. Und dann wieder beide Knöchel fassen mit der Ausatmung. Aufschieben. Wir kommen noch in die Langsitzposition. Und lassen uns hier kurz einen Moment nach vorne sinken. Oberkörper ruhen lassen, vielleicht ein paar Mal mit dem Kopf so ein bisschen hin und her bewegen, den Nacken zu lösen. Dann richtet euch langsam noch einmal auf. Versucht, die Sitzbeine höher in die Matte zu schieben, beide Arme fassen. Und wir werden hier den Oberkörper und die Schultern noch ein bisschen mobilisieren. Wirklich versuchen, so ein bisschen wie eine Kreisbewegung oben euren Kopf durchzuschieben. Da eine gleichmässige Atmung ein und aus. Seiten noch wechseln. Ein. Und aus. Prima. Dann die Arme über die Seite hochnehmen, lang ziehen. Oben beide Handflächen schliessen. Und die Arme Richtung Decke hochnehmen, einschnaufen, lang ziehen. Und mit der nächsten Ausatmung Druck geben. Und nach vorne senken. Prima, dann habt ihr es für heute bereits wieder geschafft und ich freue mich bis zum nächsten Mal.